Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme und einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, bei der letzten Folge haben wir etwas überstürzt hier aufgehört, die Kieswege zu bauen. Ich werde jetzt mich ein bisschen auf die Suche machen, ein bisschen Kies machen, damit wir hier ein bisschen weiter ausbauen können. Damit wir die Kieswege zu den einzelnen Stellen fertig kriegen. Dann werde ich nochmal probieren, ob ich irgendwo eine Möhre finde, damit wir hier auch noch ein paar Schweine herkriegen. Oder ich probiere irgendwie ein paar Pferde aufzutreiben oder einen Hund. Schauen wir mal, da hinten ist immer noch das Schwimmbecken, was noch gemacht werden muss. Jo, ich würde sagen, ich guck mal, habe ich eine Schaufel dabei? Nein, Schäufelchen habe ich nicht dabei, aber ein Schäufelchen müsste ich doch. So, Schäufelchen, Schäufelchen, Schäufelchen. Habe ich kein Schäufelchen? Das ist eine Eisenhacke. Okay, dann sparen Baustein haben wir dabei. Zappa. Zap, 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 zap. Dann kann ich den Kies nämlich wunderbar abbauen. Und wir haben dann auch ein bisschen Kies für die Wege. Och ne, Minecraft, fang jetzt nicht wieder an rumzuzicken. Aha. Da hing eben eine Tür. Gut, lassen wir die Tür hängen. Da hinten war noch genug Kies. Da können wir dann schon mal anfangen. Gucken, ob wir in der Höhle noch ein bisschen Kies finden, den wir abbauen können. Damit wir da noch ein bisschen was machen können. Hier, da ist noch mehr als genug Kies. Nur wir kommen nicht hin. Oh doch, wir kommen hin. Ja. Seit der letzten Aufnahme ist auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Es gibt hier wahrscheinlich, gibt auch wieder ein, zwei interessante Themen, die wir anschneiden können. Oh, hier bin ich schon durch den Berg durch. Das ist natürlich auch ein Thema, was man nicht anschneiden kann, aber also klar anschneiden kann. Zack, zack. Hopsi und Popsi. Ah, ich finde den Source-Schildermod einfach immer noch genial. Da ist ein Schweinchen. Oh, da sind hohe Berge. Oh, ist schon eine richtig schnieke Gegend. Mal gucken, was wir da hinten irgendwie ein bisschen zum Richtung Meer rauskommen. Oder mal gucken, was wir so finden da in der Dschungelgegend. Aber nein, machen wir nicht. Das tut nur unnütz weh. Und zwar richtig, dann kann ich auch hier lang koppeln. Bouncy, bouncy, bouncy. So, und hier noch ein bisschen Kies abbauen. Ja, wie gesagt, ein bisschen Zeit ist seit der letzten Aufnahme vergangen. Ich frage mich, was zurzeit auf dieser cool oder auch nicht cool auf dieser Welt zurzeit. Ja, schön, wenn ich jetzt da unten buddle. Ja, da kriege ich mir Lohnsamen her. Ja, nein, so sollte das natürlich nicht sein. Ist ein bisschen was passiert, hat sich ein bisschen was verändert. Die ersten Leichen aus dem abgestoßenen Flugzeug sind in Holland angekommen. Wobei ich sagen muss, was da zurzeit abgeht. Also, da hört es bei mir jetzt gänzlich auf, wenn man jetzt hört, dass die angefangen haben. Leichen, beziehungsweise ja, die Leichen zu plündern, was sie im Portemonnaie hatten, sind die ersten Handys aufgetaucht, die ersten Abrechnungen von Kreditkarten, wo nach dem Absturz der Maschine munter telefoniert, beziehungsweise Geld abgehoben wurde. Und da frage ich mich langsam, Menschenwürde, hallo? Die sind zwar tot, aber das ist nicht schön für die Angehörigen und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, sowas zu machen. Also, tut mir leid, das ist, ganz, ganz arm. Ganz ehrlich. Rebellen hin, Rebellen her, was da abläuft. Es gibt so Sachen, man beklaut keine Toten. Tut mir leid, das macht man nicht. Und auch, ja, man könnte es Bürgerkrieg nennen. Bringt da auch nichts, dass es besser wird, dass man das macht. Also, sorry, nee, das gehört einfach so dazu, zu meinem Verständnis, das macht man nicht. Also es sind mir echtes Rätsel manchmal, was da abläuft. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, tut mir leid.
Das ist was wirklich, also ich will sowas selbst nie erleben, das ist wirklich auch so weit, kilometerweit fern von meiner Vorstellungskraft. Wieso, warum, weshalb? Ich verstehe es nicht. So, ich probiere mal, ob wir eine Runde schlafen können. Genau. Ah, jetzt steht da auch wieder das Richtige. Das musste ich nämlich in den Folgen vorher ein bisschen ausmaskieren. Oh ne, Minecraft, du Diva, hör auf. Was hast du nur schon wieder? Muss ich ein bisschen ausmaskieren, weil da Sachen drin standen, die da einfach nicht hingehörten, beziehungsweise die so nicht ersichtlich sein sollten. Bruchstein, noch ein bisschen Kieshammer, das wird nicht reichen. Aber es wird zumindest reichen, dass wir hier schon mal ein bisschen den Weg weitermachen können. Aber wie gesagt, ich finde das, was da jetzt abgelaufen ist, das geht auf keine Kuhhaut. Da könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung zu schreiben. Schreibt es einfach unter die YouTube-Videos. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich halte ich gar nichts davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Sowas gehört sich einfach nicht. Und da gibt es auch keinen, nichts, was das irgendwie erklären könnte, warum man so einen Mist macht. Ganz ehrlich nicht. So, hier haben wir unser Schwimmbecken. Das muss ich noch ein bisschen verlegen. Eidiweil, ich hätte schon gern überall hier so eine gleiche Umrandung. Finde ich optisch recht schick. Was war das denn jetzt? Oh, Minecraft, du Diva, ist ein Snickers, das kann man nicht. Zick, zick, hurra, alles ist lustig, alles ist wunderbar. Wunderbar finde ich das gerade nicht, dass er so am Rumzickern ist, aber okay. So. Schaufel, zack, 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 zack. Eimer habe ich. Hab ich schon einen Eimer? Ich kann mal gucken, und jetzt mache ich schon flott ein Eimerchen. Weil wir werden es brauchen, um es hier auszugleichen. Hallo? Ist mein Inventar voll? Nö, ist es nicht. Warum nimmt deine Erde nicht auf? Na, okay. Gut, mache ich mir mal schnell ein Eimerchen. So, oh, da habe ich Klinis. Was soll man schon machen? Ich wollte eine noch. Ich muss mal gucken, wie viele Treppenstufen ich aus den Cleanstone zusammenkriege. Ah, ich schmeiß den nächsten Bruchstein auch schon mal an. Zack. Nur geh rein da. Ja, drin ist er. Dafür zickt da hinten Minecraft im Hintergrund wieder rum. Ja, du Diva, ist in Ordnung. Ich wollte einen Eimer machen, aber für den Eimer bräuchte ich irgendwie Metall, oder? Metall, was ich jetzt hier nicht wirklich sehe. Ich habe Kies, das war's, halt Kies, deswegen habe ich soweit fertig. Mich dünkt, ich habe das Metall wohl. Nee, so. Ich habe das Metall wohl für die Rüstung drauf gehen lassen. Och nee, Minecraft, komm, das geht mir jetzt langsam, aber sicher auf den Geist. Das ist weder witzig, noch interessant, noch toll. Aha, das Klinis kann ich keine Steine machen. Also keine Treppenstufen. Okay, das ist doof, weil ich hätte jetzt gern eigentlich Treppenstufen gehabt. Kann ich die aus Kobbel machen? Mal gucken, genug Kobbel haben wir ja. Kobbel, Kobbel, Also, Kobbeltreppen geht. Ach, du mich auch, Minecraft. Was wie? Mal gucken.
gucken, ob die Treppen reichen. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich vorhabe, wenn jetzt Minecraft auf. Minecraft, hör auf mit dem diebenhaften Rumgezicke. So, zwar, zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Schwimmen, schneller, muss schneller schwimmen. Blub. Ja, okay. Dann schwimmen und aber auch noch absaufen und pichert, weil da ein Loch im Pool ist. Ja, ich glaube, da werde ich den Pool-Untersatz auch noch mal ein bisschen ausbessern müssen. Das ist ja so ein bisschen doof. Das geht gerade gar nicht, was Minecraft hier gerade treibt. Ich habe doch eine. Sieht ein bisschen ulkig aus mit dem Stein da. Der kommt wieder weg, das sieht nicht aus. Das sieht überhaupt nicht aus. Nope, nope, nope. Ja, das hat schon eher was. So. Ach, davon fehlt ein bisschen was, ne? Das werden wir gleich mal mit ein bisschen Erde ausstaffieren. In diesem Fall ist es sogar gut, dass Minecraft ein bisschen rumzieht gerade, weil ich jetzt davon sehe, die sonst schwierig gesehen würde. Aber irgendwie ist das jetzt wieder nervig hier. Super, kein Wasser da, Wasser da. Ach, Minecraft, du alte Zicke. Okay, das sieht jetzt noch ein bisschen... Na, da muss ich hier nachher noch den Rand einmal rund machen. Aber was nichts daran ändert, ich brauche eigentlich einen Eimer. Ja, oh, genau. Ich brauche ein Eimerchen, sonst schmeißen wir erstmal Kram von dem Zeug weg, was wir hier mit uns rumschleppen. Brauchen tue ich das für unterwegs gerade nicht. So. Bis dahin. Oder habe ich in meiner Geistesgegenwart schon hinten? Nein. Gut, wir hatten da hinten ja noch unsere kleine Zicknelse, unsere kleine Höhle. Da war noch genug Eisen, wenn ich mich dran erinnere. Wir sind gestärkt, wir haben volle Herzen. Ich hau mir lieber zur Sicherheit gleich nochmal eine Binde, ja. Nicht eine Binde, sondern Futter einen Haufen was. Wollen wir hin? Genau da hinten wollen wir hin. So, würde ich mal sagen, lauf, Kollege. So. Da. Jetzt muss ich sagen, das ist mir hier wahrlich eine Nummer zu dunkel. Ich glaube kaum, dass das reicht. Was die Spawning-Fläche angeht. Aber wir lassen uns mal überraschen. Auf alle Fälle sollte ich... Hier auch nochmal ein bisschen was tun. Hier ein bisschen... Hallo? Minecraft? Aha, hier ist ein Spawner. Dann machen wir mal schnell Licht an. Und schauen wir mal. Verzaubertes Buch, Pferderüstung, Sattel, Sattel, Netz, CD. Ja, und wir haben Glück.
Da ist doch tatsächlich ein Eimer drin. So, da, da, hopp, 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 hopp. Und jetzt sehen wir einfach mal zu, dass ich hier kurz die Verschwundibus mache. Nee, das sind mir zu viele. Lasst mich mal alle schön in Frieden. Ich laufe zurück. Wird auch dunkel, ist glaube ich das Sinnvollste. Und dann können wir dann zumindest gleich nochmal schnell da hinten das Schwimmbad ein bisschen verbessern. Aber ich packe erstmal das andere Gelumpe in die Truhe. Bevor uns irgendeiner das Zauberbuch kaputt macht oder was weiß ich, was da auch immer für Viecher uns nach dem Leben trachten. Wäre ja alles nicht so schön. So. Tür geht zu. So, du gehst da rein. Das heißt, verzaubertes Buch, Effizienz und Glück. Einen Sattel, noch einen Sattel. Okay, also eine Pferderüstung. Also ein Pferdchen können wir uns tamen. Die Schallplatte lasse ich mal da liegen. Pilz brauche ich unbedingt. Der Bogen. Ring zu Onyx. Den Flintstone habe ich, glaube ich, in einer anderen Kiste drin. Tja, wie man es von Minecraft kennt. Toll, Nacht. Okay, das heißt, ich hau mich mal kurz hin. Ja, ich belasse es jetzt mal bei der einen Folge hier. Mach morgen ein bisschen weiter. Wünsche euch noch viel Spaß dabei und sag bis morgen oder die Tage. Tschüss. Thank you.